live aus München. 5. Dezember 2003. Rudi Zerne begrüßt die Fernsehzuschauer zu einer weiteren Folge der Fandom-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Aber es ist nicht irgendeine Folge. Für die Kollegen in der Schweiz ist es die letzte. Das Schweizer Fernsehen wird XY ungelöst vom nächsten Jahr an nicht mehr ausstrahlen. Aber Stefan, ich kann davon ausgehen, dass du uns doch sicherlich weiterhin am Bildschirm verfolgen wirst, oder? Und ob, Rudi, es war für mich eine viel zu engagierte Zeit, um jetzt XY und vor allem dich aus den Augen zu verlieren. Ich werde dir nach der Januarsendung sagen, was gefehlt hat. Einverstanden, Rudi? Alles klar, bin auf deine Kritik gespannt und freue mich sehr, dass wir in Kontakt bleiben. Danke an die Kollegen beim Schweizer Fernsehen für jahrelange Zusammenarbeit. Danke, Stefan. Und so fing alles an. 1969 begrüßte Eduard Zimmermann die Schweizer im XY-Team. Aktenzeichen XY ungelöst wird heute zum ersten Mal als Eurovisionssendung gleichzeitig in drei Ländern ausgestrahlt. Auch Polizei und Fernsehen in der Schweiz beteiligen sich ab heute aktiv an unserer Sendung. Von diesem Zeitpunkt an sind die Schweiz und ihre Moderatoren ein fester Bestandteil der Sendung. Werner Vetterlich. Ja. Christoph Ketterer hatte auf dieser Postkarte aus Südfrankreich einen Begleiter erwähnt, den er Bieler Tremper nannte. Aber Werner Vetterli lässt uns natürlich nicht im Stich, er hat seinen Nachfolger bereits mitgebracht. Ja, ich darf Ihnen vorstellen, Konrad Tönz, 37-jährig, gebürtiger Bündner. Es gibt zahlreiche neue, konkrete Ansatzpunkte, welche die Polizei zurzeit auswertet. Von Anfang an hat XY stets einen starken Eindruck hinterlassen. Vor allem bei Zuschauern der ersten Stunde, wie dem letzten XY-Moderator der Schweiz. Ich komme ja aus einer fernsehfreien Familie. Wir hatten keinen Fernseher daheim. Und die Nachbarin hat dann jeweils meinen Eltern gesagt, jetzt darf er wieder gucken kommen. Nicht? Da war Fernsehen noch ein Ereignis. Und ich erinnere mich an einen sehr massigen Zimmermann, der da an seinem Pülchen saß und in der Welt herumgeschaltet hat. Wichtiger als jede Kindheitserinnerung sind die Ergebnisse, die der Sendung zu verdanken sind. Stefan Unhofer, Journalist und Co-Autor des mittlerweile dritten XY-Buches, zieht Bilanz. Also im Schnitt wurden 40% aller gezeigten Fälle aufgeklärt. Klar, aber man muss natürlich sagen, selbst wenn die Aufklärungsquote nur 10% wäre, ja selbst wenn nur ein oder zwei, Anführungsstrichen nur, Morde geklärt wurden, wäre die Sendung wichtig. Von daher würde ich sagen, es ist erstaunlich und man kann auch sagen, die Quote ist wahr und ist höher, als Eduard Zimmermann das am Anfang vermutet hat. Trotz dieser Erfolge stieß die Sendung in der Schweiz immer wieder auf Vorbehalte. Ein geliebtes Kind war XY nach meiner Wahrnehmung in der Schweiz nie. Diese Akzeptanz, wie sie in Deutschland da ist, ist in der Schweiz nie erreicht worden. Ganovenjagd und Denunziantentum und so weiter, das war verpönt. Und das hat sich über viele, viele, viele Jahre hin, hat sich das hingezogen und das wurde eigentlich restlos nie abgebaut. Doch der Grund für den Ausstieg der Schweiz aus XY war ein anderer. Das ZDF verlegte den Sendeplatz von Freitag auf Donnerstagabend. Wie sieht die Zukunft der Sendung nach dem Ausstieg Österreichs im Jahre 2002 und jetzt der Schweiz aus? Wenn ich eine persönliche Prognose abgeben darf, ich glaube nicht, dass es XY in 2 Jahren noch geben wird. Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren, denn auch ein XY, das mich nicht mehr an das Klassische meiner Jugend erinnert, ist natürlich wichtig. Ich glaube, die Sendung hat sicher Bestand, wenn das ZDF, wie Sie versprechen, diese Marke beibehalten will. Aber sie steht dauernd auf dem Prüfstand. Ob XY diese Prüfung besteht, wird die Zukunft zeigen.